Hallo, mein Name ist Bonnie und ich bin eine 5-jährige belgische Schäferhündin. Ich bin Diensthündin bei der Polizei Berlin und möchte euch von meinem gelungenen Einsatz berichten. Ich war Anfang der Woche mit meinem Herrchen Thorsten und seiner Streifenpartnerin Tanja nachts auf Streife in unserer Direktion 4 im Süden von Berlin. Gegen 0.40 Uhr klingelte der Sprechknochen von Tanja und wir bekamen einen Auftrag. Einbruch in Späti. Thorsten war sofort losgefahren. Ich kann euch sagen, ich war total happy und freute mich auf den Einsatz. Mit meinen guten Augen konnte ich viele zweibeinige Kollegen vom Abschnitt 45 sehen. Die hatten das Objekt schon umstellt. Perfekt. Alles war für mich vorbereitet. Tanja schob das halb geöffnete Fenster nach oben und drohte meinen Einsatz an. Achtung, Achtung! Kommen Sie raus und ergeben Sie sich! Sonst lassen wir unseren Schäferhund los! Ich schnüffelte, was das Zeug hielt und zeigte meinem Herrchen durch Kratzen an seiner Tür an, dass hier irgendetwas sein musste. Thorsten versuchte, die Tür zu öffnen und bemerkte dann aber einen der Täter, der versuchte, die Tür von innen zuzuhalten. Keine Chance für den Übeltäter nach dem Motto Platz da, ich bin der Landvogt! Öffnete mein großes und starkes Herrchen die Tür und konnte einen Mann festnehmen. Jetzt mussten wir nur noch den zweiten Bösewicht ausfindig machen. Eine Toilettentür war von innen verriegelt. Meine zweibeinigen Kollegen haben das Klo aber mit viel Mühe gewaltsam öffnen können. Darin war dann der gesuchte zweite Täter, der sich bei der Festnahme aber heftig gewehrt hat. Ich musste den Bösen deshalb beißen. Dann hatten wir ihn aber. Leute, ich kann euch bellen. Das war ein tierisch erfolgreicher Einsatz. Eure Polizeihündin Bonnie. Wuff.